Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala demjenigen, der sich um die Bedürfnisse seines Bruders widmet und kümmert, dessen Bedürfnisse erfüllt. Du setzt dich ein für deinen Bruder, für deine Schwester. Die Geschwisterlichkeit des Islams ist hier angesprochen. Allah Ta'ala wird sich für deine Bedürfnisse einsetzen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass der Muslim nicht den anderen Muslim unterdrückt, im Sinne von diese Unterdrückung zulässt. Er sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, dass der Muslim den anderen Muslim nicht im Stich lässt und dass der Muslim den anderen Muslim nicht dem Feind übergibt. Lass diese Worte wirken. Und er sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, dass es keine Tat gibt, die es mehr verdient, im Diesseits bereits bestraft zu werden, als die Unterdrückung und das Zerreißen der Familienbande. Wir alle sind uns um der Lage bewusst, die jetzt gerade in Syrien herrscht, von Quellen, die anerkannt sind, dass sie mindestens die Mindestzahlen liefern. Bei mehr kann man dann diskutieren. Ist bekannt, dass seit knapp einem Jahr über 70.000 Menschen inhaftiert worden sind in Syrien aus politischen Gründen. Und 15.000 gegenwärtig noch aus politischen Gründen mindestens in den Gefängnissen sind. Und wir wissen, dass mindestens 7.500 Menschen ihr Leben verloren haben in den Ereignissen des letzten Jahres in Syrien. Und wir wissen, dass zu den Gefängnisinsassen mehrheitlich solche gehören, die auch der Folter ausgesetzt sind und dass von der Folter auch nicht solche ausgenommen sind, die wir als Kinder betrachten. Sehr, sehr schlimme Ereignisse. Und Menschen hungern und Menschen haben seit einem Jahr nicht das, was wir Alltag nennen. Kompletter Ausnahmezustand. Vergessen wir das letzte Jahr, das ganze Leben in diesem Land, in den letzten Jahrzehnten, ein kompletter Ausnahmezustand. Und wir, die wir uns gerne beschweren und die herummemmen und undankbar sind, können es gar nicht mit dem Herzen umfassen, was dort Realität ist, seit vielen Jahren, nicht nur im letzten Jahr. Und Alhamdulillah, unsere Gelehrten, sie bewegen sich auch aufeinander zu, Alhamdulillah, und dazu gehört, dass 107 Gelehrte in einer gemeinsamen Erklärung, die inshallah heute Abend oder morgen früh auf Deutsch auch vorliegen wird. 107 Gelehrte haben vor wenigen Tagen eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. Und diese Gelehrten, der Brief wurde auch noch von weiteren Gelehrten natürlich unterzeichnet, hier geht es nur um die Erstunterzeichner, sie vertreten die gesamte sunnitische Welt. Mit ihren Rechtsschulen, mit ihren Strömungen, mit ihren verschiedenen Ansichten in den ein oder anderen Fragen. Und sie haben 7 Punkte verabschiedet. Zu diesen 7 Punkten zählen an allererster Stelle, dass das Sicherheitspersonal, die Armee und die Polizei und die Geheimpolizei und die Geheimdienste Syriens aufhören mögen, das eigene Volk zu töten und zu unterdrücken. Das zum Ersten. Zum Zweiten, Bismillah, darauf aufbauend, dass sie Tauba begehen mögen, bereuen mögen, was sie an Schlimmen getan haben und nicht dem hinzufügen mögen. Und dass sie lieber getötet werden sollen, als dass sie andere töten. Weil ansonsten auf sie das Höllenfeuer wartet. Und Allah Ta'ala bestimmt, wem er vergibt und wem er nicht vergibt natürlich. Weiterhin haben sie gesagt, dass es eine Pflicht ist für jeden, der diesem Regime zurzeit dient, zu desertieren. Zu desertieren und aufzuhören, dort mitzuwirken. Das war im ersten Paragraphen gewesen. Der zweite Paragraph hält fest, dass es verpflichtend ist, die freie syrische Armee, die gerade das Leben unserer Geschwister und auch Nichtgeschwister dort beschützt, zu unterstützen. Den bewaffneten Widerstand dort zu unterstützen. Drittens,
dass es allgemein verpflichtend ist, diese Widerstandsbewegung, nicht nur im bewaffneten Sinne, zu unterstützen. Viertens, ein Appell an die muslimischen Regierungen, vor allem die arabischen, dass sie starke Diplomatie an den Tag legen. Viel Druck ausüben, soweit es geht. Auf Syrien selbst und alle, die dieses Land mit unterstützen. Namentlich auch erwähnt China und Russland. Und erwähnt wurde auch, dass man gegen China und Russland demonstrieren möge vor deren Botschaften weltweit und deren Produkte zu boykottieren hat, als Pflicht. Weiterhin wird erwähnt, dass sich die Opposition in Syrien eint und dass keine Racheakte verübt werden sollen, insbesondere von der Freien Syrischen Armee. Und dass die ethnischen Minderheiten und religiösen Minderheiten, die zurzeit allerdings regieren und sehr einflussreich sind, dass diese zu schützen sind in Zukunft. Weiterhin eine Ansage an alle Muslime, dass sie sich bemühen sollen, die Sache des syrischen Volkes zu unterstützen. Und siebtens, dass Krieg nach allen Möglichkeiten, gebotenen Möglichkeiten zu vermeiden ist und dass freie Wahlen der nächste Schritt sein müssen. Dass freie Wahlen der nächste Schritt sein müssen. Zu diesen Unterzeichnern gehört, wie gesagt, einige von den Gelehrten erwähnend, an erster Stelle Yusuf al-Qaradawi. Der Mufti von Ägypten gehört ebenso dazu. Großgelehrte aus Saudi-Arabien, Sheikh Abdullah bin Beya, Al-Funaysan, Al-Fawzan und weitere unter diesen, Al-Zindani aus Jemen, Aysam al-Bashir aus Sudan, Al-Raisuni aus Marokko, Ahmed Saleh aus Saudi-Arabien, Sheikh Mohammed Hassan aus Ägypten, Abu al-Ishaq al-Huwaini aus Ägypten, Tariq Suaidan aus Kuwait, Aid al-Qarni, den wir auch alle kennen von seinem berühmten Buch, Salman al-Auda und weitere aus mindestens 15 arabischen Ländern, die wie gesagt Rechtsschulen des sunnitischen Islams repräsentieren und verschiedene Ausrichtungen, haben diesen Brief unterschrieben. Alhamdulillah. Das ist auch ein Zeichen für die muslimische Einheit, die immer mehr dabei ist, sich zusammenzuschließen. Und möge es ein Zeichen des Schicksals sein, dass Allah Ta'ala uns Prüfungen durchlaufen lässt, die uns dazu zwingen, uns zu einigen. Denn vielleicht aufgrund unserer Natur streben wir danach, uns irgendwie immer wieder zu spalten und zu kategorisieren und getrennte Wege zu gehen. Aber solche Dinge sind es, die uns als Muslime, Alhamdulillah, vereinen. Kommen wir dazu, was wir tun können. Zunächst einmal, jeder von uns kann Bittgebete an Allah Ta'ala richten. Und das Bittgebet ist nichts, was man zu verharmlosen hat. Das wissen die ehemaligen Regenten aus Ägypten und Libyen und Tunesien, das wissen die Regierenden im Jemen, dass das Bittgebet des Unterdrückten nicht zu ignorieren ist. Und inshallah wird die Botschaft auch bald in Syrien angekommen sein und umgesetzt sein. Und Allah Ta'ala, gemäß den Worten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, er sagt, dass er das Bittgebet des Unterdrückten erhören wird und er schwört bei seiner Ehre, auch wenn es nach einer Zeit ist, auch wenn sich die Menschen zu gedulden haben in ihrem Widerstand. Aber Allah Ta'alas Hilfe ist sicher. Weiterhin, wir können heute Scheine spenden. Wir sammeln heute in der Sammlung nicht für die Aktivitäten der Moschee, sondern wir sammeln für die Aktivitäten in Syrien. Wir sammeln für Islamic Relief, die dort Flüchtlinge, also Flüchtlinge innerhalb des Landes mit unterstützen und die Hungernden speisen und die Kranken versorgen. Dafür werden wir heute sammeln. Spendet von dem, was Allah Ta'ala euch ermöglicht hat. Allah Ta'ala, er sagt uns im Koran, dass sie eine besondere Aufgabe haben. Das heißt in der 47. Sure, أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم
وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Allah Ta'ala spricht davon, seht, ihr seid diejenigen, die dazu berufen sind, aufgerufen sind, auf dem Wege Allah Ta'alas zu spenden. Aber es gibt unter euch solche, die geizen. Aber derjenige, der geizig ist, ist nur geizig gegen sich selbst. Nur geizig gegen sich selbst. Und Allah ist derjenige, der reich ist. Können wir uns an die letzten beiden Ansprachen erinnern? Allah ist der Reiche, wir sind die Armen. Wie können wir ein glückliches Leben führen? Allah ist es, der reich ist, und wir sind diejenigen, die bedürftig und arm sind. Und wenn ihr ihm, Allah, den Rücken kehrt, so wird er an eurer Stelle andere setzen, die nicht so sein werden wie ihr. Die nicht so sein werden wie ihr. Spendet von dem, was Allah Ta'ala euch ermöglicht hat. Weiterhin können wir mitleben, mit enthaltsam sein. Wir können mal mit einem vollen Portemonnaie nach unseren Möglichkeiten einfach mal zu einem Supermarkt gehen und nichts kaufen. Montags und donnerstags fasten. Enthaltsam sein. Ein bisschen Schwierigkeit durchleben, auf das unser Herz sensibler wird, Mitfühlen zu vermag, weicher wird, aktiver wird. Weil wenn das Herz starr ist, dann vermag es nicht, sich zu bewegen. Aber Enthaltsamkeit löst die Fesseln der Herzen. Lass uns mitleben. Lass uns mitfühlen. Lass uns diese Sache am Leben halten. Darüber sprechen auf die richtige Art und Weise. Auf dass dies nicht vergessen wird. Und gerade in Deutschland. Deutschland hat eine Geschichte, wo das Volk verstehen muss und bereit ist und offen dafür ist, mitzufühlen für andere unterdrückte Völker. Da Deutschland selbst über Jahrzehnte lang geteilt gewesen ist künstlich und Unterdrückung kennengelernt hat, von oben nach unten. Lass uns diese Stelle der Herzen ansprechen, dass es hier um eine Sache geht, die jeder unterstützen muss, wenn er ein Mensch ist. Wenn er ein Herz hat, was schlägt. Denn dies ist nicht nur eine Sache, die unter Islam und Muslime abzubuchen ist, sondern auch eine Sache, die unter Menschlichkeit abzubuchen ist. Das dürfen wir niemals vergessen, wenn wir über diese Angelegenheiten sprechen. An dieser Stelle sind beide Ansprachen nun beendet. Wir bitten inshallah, dass ihr von dem spendet, was Allah Ta'ala euch gegeben hat. Auch mit dem Wissen, wie oft verliert man Geld? Wie oft kauft man Dinge, die kaputt gehen? Wie oft bereut man das, dass man etwas gekauft hat? Und wie oft durch die Spende hat man Segen von Allah Ta'ala erfahren. Liebe Geschwister, bitte sammelt für Allahs Sache und seid nicht geizig gegen euch selbst, denn ihr seid es, die bedürftig sind, und Allah ist es, der eurer nicht bedarf. Ja, ayyuhalladhina amanu. O ihr Gläubigen, ihr seid angesprochen. Ja, ayyuhalladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O ihr Gläubigen, helft Allahs Sache, und er wird euch helfen, und er wird euren Füßen im Leben und im nächsten Leben festen Halt verleihen. Spendet von dem, was Allah Ta'ala euch ermöglichte. واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا und haltet allesamt an Allahs Seil fest. ولا تفرقوا und zerfallet nicht, zersplittert euch nicht. O Allah, derjenige, der dem Unterdrückten antwortet. O Allah, derjenige, der den Bittenden antwortet. Wir bitten von dir, dass du unsere Geschwister in Syrien schützt, O Allah, und dass du sie unterstützt
bei ihrem berechtigten Widerstand, dass du ihnen dabei hilfst, O Allah, das Recht in ihre eigene Hände zu nehmen, denn es wird ihnen nicht gegeben von denen, die zurzeit noch regieren. O Allah, wir bitten von dir, da du Al-Ghafur bist, dass du uns vergibst. O Allah, wir bitten von dir, da du Al-Hadi bist, dass du uns recht leitest. O Allah, wir bitten von dir, da du derjenige bist, der die Gnaden auf uns herabsendest, Al-Mu'nim, Al-Mun'im, Jazakumullahu Khair, Al-Mun'im, dass du unsere Familien segnest, dass du unsere Ehen segnest, dass du unsere Kinder segnest, dass du uns schützt, dass du unsere Herzen zusammenführst, auf dass du all denjenigen, die ein Bedürfnis haben, O Allah, zur Hilfe kommst, und dass wir ein Teil deiner entsendeten Hilfe sind. O Allah, allen, die krank sind, bitte heile sie. O Allah, alle Muslimen, die verstorben sind, bitte vergib ihnen und lasse uns ihnen folgen, im Sterben wie auch in deiner Vergebung, O Allah. O Allah, wir bitten von dir alles, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat. Und wir suchen Zuflucht bei dir vor allem, wovor der Prophet auch sallallahu alaihi wasallam Zuflucht gesucht hat. Und bitte gib uns das, wofür wir nicht zu bitten vermögen, aus Unfähigkeit, O Allah, und aus Unwissenheit, O Allah. Bitte reinige unsere Herzen von den Sünden und von den schlechten Angewohnheiten und füge in unsere Herzen das Vorbild des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und all denjenigen, die ihm im Guten gefolgt sind, und lass uns bitte zu diesen in diesem Leben wie auch im Jenseits dazu zählen. Allahumma amin.